So, da wäre ich wieder bei Construct Escape the System. Und ich habe die Grafikeinstellung mal auf Fantastic gesetzt. Mal schauen, ob man da einen Unterschied sieht. Oder ob es ruckelt. Ja, ist doch alles smooth. Zum A-Hub. Genau. Es gibt den Hub A, B, C und D. Und pro Hub gibt es 4 Energiekugeln. Also 4 mal 4 gleich 16 insgesamt. Und ich habe eine aus A1 rausgeholt. Und jetzt macht es eigentlich Sinn, die nächste aus A2 rauszuholen. Nur die Frage ist, wo kriege ich das her? Vielleicht da? Also hier bin ich ja bei A und hier komme ich in den Hub. Bin ich jetzt hier in A1 noch? Weil da hätte ich ja als erlegt, ich gehe in den A-Hub. Und komme hier zum A1 Systemkernzugang. Okay. A1 haben wir schon. Also es geht ja weiter mit A2. Also suchen wir hier mal A2. Da oben müsste ich hin. Und da scheint auch was zu leuchten. Und reflektiert das das einfach nur von da. Energiekugeln-Indikatoren. Energiekugel-Indikatoren werden im Construct-Hub und jedem der 4 Hauptwelt-Hubs angezeigt. Sie zeigt an, welche Energiekugeln du extrahiert hast und welche du noch zu extrahieren hast. Oder welche du noch extrahieren musst. Zum Construct-Hub. Dies ist ein Energiekugel-Indikator. Den Construct-Hub machen wir. Ach so, da komme ich jetzt in B und C und D. Also zurück will ich aber gar nicht. A-Hub. Energiekugel extrahieren von A2. Ort zum Upgrade. Keine Daten. Construct-Hub. Ja, jetzt suche ich mal am besten A2. Und ich schreibe es mir mal auf, dass ich A1, A2, A1 kann ich durchstreichen, A3 und A4. Da habe ich hier. Sehe ich doch schon wieder so einen Datentraveler. Hier ist eine Datenwelle, nennen die das. Was ist das? Was blendet mich da so arg? Eine Maschinenkugel. Die habe ich ja mit A genommen. Und dann kann ich ja mal hier den Datentraveler anmachen. Schießen. Und dann geht der bestimmt hier an.
Dann schnappe ich mir mal das Ding hier. Na, irgendwo muss ich noch eine Maschinenkugel herkriegen. Da hinten. Kann ich die mir die wieder stibitzen? Ich glaube, einmal drin ist einmal drin, oder? Ja. Ja, wie geht's weiter? Ich brauche hier eine Maschinenkugel. Da ist eine. Jo, ich hab sie. Ei! Shit! Ich habe natürlich versucht, A zu benutzen. Zum Springen. Ich habe vorhin ein Spiel gespielt. Da muss man mit A springen. Eigentlich muss man mit allen Spielen mit A springen. Aber hier muss man mit X springen. Mit X. X. Merken. X. Naja. Aber ich kann das Spiel ja nicht irgendwie... weiß ich nicht, das Spiel bestimmt. 20 Stunden dran. Ich kann das ja nicht 20 Stunden hintereinander an eins durchspielen. Der wird mir ja doof im Kopf. Zum A2. Wunderbar. Genau da will ich hin. Irgendwie. Da ist was Telekom-mäßig, Magenta-mäßig fehlendes Fähigkeiten-Upgrade. Und wo krieg ich das her? Vielleicht den Super-Jump oder so. Na, vielleicht finde ich das ja hier irgendwo. Keine Ahnung, wo ich das herkriege. Da komme ich irgendwie wieder zurück. Und dieser Wolkenkratzer? Schau mal, hier gibt es ja keine Wolken. Dieser Hohlraumkratzer. Ja, nur so ein ganz bisschen springen. Stimmt, das war ja irgendwie nur so eine Lage breit. Kann ich da eigentlich reinlaufen oder ist das massiv? Da kann ich durchlaufen. Das ist einfach nur Licht. Oder bin ich noch nicht da? Also hier ist die Grenze, das sehe ich doch. Oh, kann ich durchlaufen. Naja. Das richtige Spiel für Leute, die sich auch mal verloren vorkommen wollen und klein. Weil die Welt ist ja riesig. Und ich ist nur ein ganz kleiner, winziger, unbedeutender Punkt in dieser riesigen Welt, in der man sich nur schwer zurechtfinden kann.
Das sind Daten, Datenwelle. Ich könnte mir noch eine Geschwindigkeit vorstellen. Nochmal doppelt so schnell. Und noch eine, die ist nochmal doppelt so schnell. Und noch eine, die ist nochmal doppelt so schnell. Also 16 mal so schnell wie jetzt. Wäre ganz okay. Ah, ich glaube, da ist die Datenwelle, die ich benutzen muss. Oder ist das nur dieser... Nur wie komme ich darauf? Das ist auch keine Datenwelle, das ist ein... Ja, hier kann ich rauf. Das ist es dann aber auch schon, oder? Hier komme ich wieder zurück zum Ahab. Captain Ahab. Da muss ich lang. Und dann? Stehe ich um versteckten Gebiet. Da wäre eigentlich so eine Taschenlampekugel ganz praktisch. Ist das da eine? Nicht so aus. Weil ich stehe auf irgendwas, kann aber nicht sehen, wie es denn weitergeht. Taschenlampenkugel ist schlecht. Was ist, wenn ich mich dahin? Oder komme ich daher? Daher. Das ist eine Taschenlampenkugel, oder? Mitnehmen. Ah, das ist ein bisschen, naja, auch Fantastic ist es auch nicht viel besser. Naja, man kann so ein bisschen. Irgendwie so 10% Transparenz oder sowas. Oder undurchsichtig. Also 90% Transparenz, sagen wir es einfach so. Das finde ich das Nervige, dieses halbdurchsichtige. Also so weit komme ich nicht. Und diese Taschenlampenkugel, da kriege ich Kopfschmerzen von da. Ist es da? Ist es nicht da? Naja, so halbwegs. Man sieht es irgendwie nicht gescheit. Das gefällt mir nicht an dem Spiel hier. Hier wollte ich eigentlich noch nicht lang. Versuchen, auf das Dings da drauf zu springen. Jetzt zum Beispiel.
So weit komme ich gar nicht, also bleibe ich mal hier drauf. Und jetzt. Und das schaffe ich nicht. Dann machen wir erstmal den Zwischenstopp hier auf dem Block. Und dann haben wir hier nochmal einen Block. Der bewegt sich doch schon. Genau, der bewegt sich doch schon. Also auf diesem Block. Und dann, wenn der Block wieder kommt, auf dem Block. Der kommt wieder, denke ich mal, bewege ich mich. Und auf den Block da. Und dann auf den Block hier. Und dann dahin. Ja, ist da oder ist da nicht? Da ist noch. Jetzt komme ich da hoch. Muss ich hier auf diese Stufe rauf. Ja, das ist dieses halbdurchsichtige, da kriegt man echt Kopfschmerzen von. Dann gibt es hier andere Effekte, die sind total übergrill. Oh, jetzt hier das. Ah, oh, ist das hell. Das tut echt in den Augen weh. Ein paar Flammenkugel habe ich noch. Zum A2-System kehren, das ist doch schon mal gut. Oh, oh. Knallt dir direkt auf die Netzhaut, oh. Schmort dir die Seestäbchen und Zäpfchen. Oder wie die Dinger heißen da. Ich hab den Datenpfad. Schätz mal, da geht's wieder rauf. Oder will ich da hin? Da geht's ja wieder zurück. H2-Systemzugang. Ja, jetzt bin ich. Es wäre doch schön, wenn jetzt hier irgendwo steht, wo man ist. Dass man jetzt im A2-Systemkern ist. Oder muss ich doch hier hin? Da komme ich doch gerade her. Zum A2-Systemkernzugang. Jetzt bin ich im A2-Systemkernzugang und gehe hier zum Systemkern. Und wenn jetzt da oben nicht nur Energiekugeln 1 bis 16 stehen würde, sondern du bist im A2-Systemkern. Wäre das echt praktisch. Das war einfach nur das Ausgeben einer Variable. Hat er sich geschenkt. Der liebe Herr Entwickler oder die liebe Dame Entwickler. Ah, da will ich nicht runter. Oder muss ich runter? Wo ist denn der Systemkern? Tja, wenn man das wüsste. Also ich schätze mal, ich muss. Ah, da komme ich wieder zurück. Schau mal, da komme ich wieder hoch. Wenn ich wieder hoch will, komme ich da über das Ding da, komme ich wieder hoch. Ah, ah. Wenn ich mich verjumpt habe, dann kann ich hier so rein und komm da wieder hoch. Aber es sieht ja mehr aus, als ob ich zu dem Magenta Licht sollte. Bis dahin kann ich nicht springen, oder? Vielleicht gibt es auch nochmal einen Datenpfad zu geben. Nun, wo geht er los? Der Schein geht hier los. Da, und dann geht er hier rum und dann noch da. Soll ich ja wirklich hier hin? Ist das eine Maschinenkugel?
Taschenlampenkugeln. Ah. Da sieht man auch einmal Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Da zum Beispiel hier so Platten gibt. Na, aber das geht in die Richtung. Also kommt man wieder zurück. Die große Frage ist, da frage ich, ist das Zurückkommen ja auch das Problem. Weil ich soll mal ruhig unten ankommen. Ich jump jetzt nochmal ganz. Gucken, wo ich rankomme. Ah ja. Ach, dieses Halbdurchsichtige macht mich echt. Und die Geräusche und diese. Da kriege ich Kopfschmerzen. Da fühlt man sich nicht wohl in diesem Spiel. Und da komme ich wieder zurück. Ich muss das Ding allerdings anmachen. Oh, das ist doch an. Keine Ahnung. Maschinenkugel. Ich weiß noch nicht, wo hier eine Maschinenkugel ist. Ich glaube, ich muss erstmal hier lang. Na, schön verarscht. Wieder so schnell nach vorn gesprungen. Ich glaube, es ist schleimig, glitschig oder sowas. Habe ich so das Gefühl. Da ist man schneller drauf. Ist man das, so ist man schneller als hier. Das ist die Sache. Ja, klar, da ist man schneller. Dann springt man auch weiter. Vorsicht, hier ist man schneller. Ach Gott. Das könnte ich wahrscheinlich erreichen. Ah, da war noch links einer. Den hätte ich nehmen sollen. Wo bin ich jetzt? Ganz weit unten. Also laufen wir da wieder zurück. Ah, dies mit dem Halbdurchsichtig macht einen echt fertig. Und diese. Diese Kugel. Finde ich auch scheiße. Was ist das da? Eine Maschinenkugel. Habe ich jetzt die Maschinenkugel oder nicht? Ich weiß es nicht. Habe ich die Taschenlampenkugel oder die Maschinenkugel? Was ist das für eine Kugel? Das ist eine Taschenlampenkugel. Und das ist die. Wo könnte ich die Maschinenkugel denn reintun? Da war doch so ein Teil. Aber habe ich sie denn auch? Super.
Ja, es ist die Maschinenkugel. Dann würde ich die Maschinenkugel doch jetzt. Die Frage ist, geht es hier weiter? Na. Das ist jetzt die Taschenlampenkugel, glaube ich. Und wahrscheinlich muss ich da jetzt hin und da die Maschinenkugel reintun. Nehme ich mal an jetzt. Ah! Naja, egal. Ich wollte ja sowieso auf. Geht auf den Boden der Tatsachen. Und dann schauen, was passiert. Hier gerade nach oben gewachsen oder was ist das? Das ist doch das Ding gekommen. Ach, da ist der Energiekugel. Warum komme ich da nicht ran? Ah ja, ich habe hier noch mal so einen Stern von Bethlehem. Höp! So. Irgendwie muss ich ja. Da auch. Wahrscheinlich dahin. Also erstmal hier hin. Den Weg nochmal. Irgendwo war doch hier auch noch eine. Ich kann mir das doch nicht alles merken. Wo waren denn hier nochmal? Die Taschenlampe. Die Taschenlampe, das ist der Energiekern. Da ist eine Taschenlampe-Kugel. Oder? Ist die Taschenlampe-Kugel? Was ist das? Hm. Soll ich jetzt raten, wo ich lang springen muss? Das war, glaube ich, erst nach da. Nein, das war's nicht. Was ist das? Taschenlampenkugel, gib mir die Taschenlampenkugel. Sonst muss man gucken, die Blitze verraten es auch so ein bisschen. Da. Das ist mein Cursor. Da war mal eine, aber die habe ich irgendwie. Die hängt jetzt da drin. Oder da. Wow! Konnte ich einsammeln. Na super. Hört sich scheiße an. Nervt, aber hilft dann doch, wenigstens ein bisschen was sieht. Da unten ist die Energiekugel. Nur die Frage, wie hinkommen. Ja, da bin ich gerade rauf.
wenn ich hier einfach. Also ich sehe das dann auch außen rum, was ist. Ich muss aber nicht springen. Und komme jetzt auf das Außengebiet. Okay, da habe ich mich jetzt irgendwie. So, und zurück muss ich jetzt. Geht das nämlich wieder los? In ein paar Sekunden. Jetzt hatte ich ja schon festgestellt, dass ich da wieder hoch muss. Und währenddessen wird die Sicht immer schlechter. Oh, jetzt ist die aber knapp die Zeit. 13 Sekunden und ich habe es irgendwie eigentlich perfekt durchgespielt. So, jetzt habe ich A2. Ja, ich brauche schon wieder eine Pause. Jetzt muss ich wieder versuchen zurückzukommen. Wo waren das? Kann ich ja noch machen, dass ich zum Hub wieder zurückkomme. Das war doch einfach unten irgendwo. Dafür müsste ich mich da eigentlich nur fallen lassen, oder? Ich bin mir da aber nicht so hundertprozentig sicher. A2 habe ich jetzt auf jeden Fall. Ich müsste eigentlich zum A-Hub wieder zurück. Oh, hier falle ich einfach nur runter. Dito. Das ist auch nicht. Da gibt es die Daten. Ist auch eine Datenspur. Muss ich da wieder zurück? Puh, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier der Rand? Da komme ich doch nicht hin. Das schaffe ich doch niemals. Sag ich doch. Oh. Aber ich muss doch gar nicht hoch, oder? Ich muss da einfach nur wieder ganz zurück an den Anfang. Da unten muss ich einfach noch wieder hin, um zurück zum Hub zu kommen. Okay, dann wollen wir uns rein. Was steht hier? Datenpunkt A2 Systemkernzugang. Energiekugel extrahieren B1. Ich soll jetzt B1, sagt mir der. Ich kann jetzt nicht A3 machen, ich muss B1 machen. Ort zum Upgraden.
Eben stand da noch was. Naja. Zum A-Hub. B1 Systemkernzugang. Also als nächstes muss ich B1. Okay. Am besten, ich beende jetzt mal hier. Ach, das war's, zurücksetzen. So. Und, tja, im nächsten Teil geht's dann weiter. Aber ich beende das mal hier, dass ich dann weiß, ich bei B1 weitermachen muss. Mehr kann ich jetzt nicht. Das geht so auf die Augen. Ist krass.